Tag zu einem Advents-Special. Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Diesmal vertrete ich Patrick und Nicole, da sie aus gewissen Gründen nicht anwesend sein können. Ich habe mit euch etwas vor, und zwar werden wir jetzt ein kleines Spiel spielen. Geht's noch, ne? Aber echt mal, vertreten aus irgendwelchen Gründen. Geht's doch, Junge, ey, wir sind doch voll hier. So ein fettes ja, die wollte wieder mal uns vertreten, bloß weil wir voll Fame haben. Voll Fame haben, und ich habe wieder während der Zeit ja was hingemalt, was sich nicht mehr entfernen lässt. Und man muss jetzt so drüber kleistern. So, Leute, das war ein schlechter Gag am Anfang, und wie ihr schon gehört habt, ist jetzt Neo mit in diesem Special. Ja. Ja. Punkt um. Ja. Ganz einfach, weil ich weiß nicht, er wollte unbedingt nicht. Das heißt, eure allseits beliebte Kikari alias Nicole und Rikawa alias Patrick sind immer noch da. Zusätzlich noch Neo. Ja. Genau. Und Mike, die Sonnenbrille. Ja, genau. Genau. Wir hatten ja einen Contest gemacht, ne? Ja. Schreibt mal rein, welches Gesicht die nächste Katze haben soll. Und weil so unglaublich viele Leute mitgemacht haben, hatten wir... Boah, wir konnten gar nicht mitzählen. Ja, das waren so heftig viele. Wie viele waren es? Einer? Das kann ich schon an einer Hand abzählen. Also, boah, total viel, ne? Ganz ehrlich. Es haben unglaublich viele gesagt, wo nee, der Schneemann sieht aus wie ein Kackhaufen. Leute. Keine Ahnung. Ich sag's einfach mal so. Einfach um euch zu ärgern. Eine Werbung auf drei Kanälen quasi zu haben, weil wir das alle drei hochstellen werden, von einem 77er, 68er und 236er abonnenten Typen, ist ja nichts, aber... Tja. Ey, wenn da voll so ein YouTube-Partner jetzt dabei gewesen wäre, dann wären voll die Kommentare gekommen. Wir haben nicht genügend Macht für die Leute. Jedenfalls, jetzt haben wir gar nicht gesagt, dass das das Fett Advent Special ist, obwohl es eigentlich klar sein sollte, aber hey, egal. Sowas ist doch niemals klar. Advent, Advent, sage mal, was macht denn ihr an Advent? Genau, schreibt schon mal den der Adventszeit. Ich würde es gerne mal wissen. Wie Advent. Wie Advent. Kekse. Wie Advent. Oh Gott, meine Nase, ey. Oh, sag mal, wieso fühlst du das zu Weihnachten? Was habt ihr in den Winterferien vor? Winterferien? Ja, das ist jetzt die Frage an die User gestellt. Ach so, okay. Was sie in den Winterferien machen, wo sie hinfahren. Ja, ne? Genießt den Schnee oder so. Ihre Weihnachtsbäume aus den Fenstern schmeißen. Macht dir keine Hoffnung, das antwortet sowieso niemand. Ja. Stimmt auch. Wir sehen. Ganz ehrlich, wenn wir so einen SOS-Ruf machen. Hilfe, es ist gerade ein Mörder in mein Haus und kann jemand die Polizei rufen, sonst bin ich forever tot. Ja. Ja. 3 Monate später. Die Heuschreckenzirpen. Drücken wir es doch so aus. Zack. Ja. Hier, habe ich in den Nachrichten irgendwie gehört, gibt's so einen Typen in der USA, so einen Vater von den Jungen, der ja, ich weiß, eine geile Beschreibung, der Junge ist im und der Vater ist irgendwie so ein Serienmörder gewesen, irgendwie so, der hat irgendwie Frauen umgebracht. Über 10 Jahre, glaube ich. Aha. Hat ja auch voll viel jetzt ein Adventsvideo rein, aber egal, die Message, die muss ich jetzt verteilen. Auf jeden Fall hat der Kerl bei seinem letzten Opfer eine Pizza liegen gelassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann haben die Leute von der Polizei einfach mal die DNA von der Pizza sozusagen, ne, haben die mal durch dieses Polizeiregister-Ding da durchrascheln lassen, sind auf seinen Sohn gekommen. Dann wurde auch gesagt, ja nee, das ist ein direkter Verwandter. Und durch dieses Ding sind sie auf den Vater gekommen. Und jetzt wurden ihnen 10 Morde schon mal nachgewiesen, wenn ich das so jetzt richtig verstanden habe. Darf ich mal kurz Werbung machen? Mach doch. Demnächst wird eine neue Serie auf meinem Kanal starten, oder beziehungsweise ist es schon gestartet. Neo baut Scheiße in. Und dann kommen ganz unterschiedliche Games, wo ich einfach mal in mehreren oder nur einer Folge zeige, was man alles für Scheiß verzapfen kann. Ihr könnt auch mal an mich dann anschreiben, welche Spiele ihr gerne von mir sehen möchtet, wo ich Scheiße machen soll. Werbung zu Ende. Ja. Dies ist eine Dauerwerbesendung von QVC. Möchten Sie bestellen? Ja, nein, vielleicht. Oder frisst Scheiße. Mano.
Manu, erzähl mal, kriegst du die Sonnenbrille hin? Ja, Und aber nee. der Mund sieht aus wie Scheiße und die Sprechblase nicht offen. Das passt doch. Dann passt das zu der Schneemann, der aussieht wie Scheiße. Ja, stimmt. Wir sind ja auch wirklich. Ich tue ja nicht mal so, als ob ich zeichnen könnte, aber Herrgott. Ja. Weil so am Als dass der besten. aussieht wie Scheiße. Hier, komm, hier hast du Scheiße. Hier, da Müsstet ihr das mal stinkt's. Hier, selber du. Pff, hinkriegen? wenn's dir Jetzt mal gefällt. ehrlich. Oh Gott, bitte lass es weggehen. Oh. Okay, so, das müssen wir rosa machen, weil man sieht ja die Zunge, die Mundöffnung. Nee, das ist die Zunge, nicht die Willst du Mundöffnung. die Sonnenbrille rosa machen? Haha, der Nein, rosa Panzer. die Sonnenbrille ist schon schwarz. Es ging mir jetzt um Sehr. die Zunge, die ich bei Ach dem so, ja. Rausstrecker Ich könnte gemacht ja habe. mal vielleicht das 19. Kästchen aufmachen. Ja, Und erzähl uns, was drin ist. wieder wird ein Geheimnis von meinem Familia-Wunsch frohe Weihnachten Schokoladenkalender geöffnet. Und diesmal muss die kleine Maus mit ihrem Kinderpunsch dran glauben. So, mal gucken, was drin ist. Boom, 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 boom. Es ist Trommelwirbel, bitte. Bum, bum, bum. Keine Ahnung, besser kann ich's nicht. Ein Auto mit einem Scheißhaufen drauf. Keine Ahnung, was da drauf ist. Es passt zum Wie Thema. geil. Bestimmt sind da Nüsse oder sowas drauf, aber die braune Farbe der Schokolade, naja, hebt den Eindruck des Scheißhaufens noch mehr. Warum reden wir eigentlich über Scheiße in der Adventszeit? Ich Ja, weiß Gott, weil nicht. wir voll asozial sind. Weil ein Kommentar. Ich schmatze gerade, oder? Nee, ich höre nichts. Okay. Weil ein Kommentar meinte doch hier, sieht voll die Scheiße. Unterhalten wir uns doch mal darüber, Rikawa. Was hast du denn so vor, in Zukunft noch zu Let's Playen? Also, warte mal. Ich schreibe gerade dann deinen Namen und weil der so scheiße ist, muss ich mich jetzt konzentrieren. Also, Dankeschön! ich habe Neo vor. Wesker 100 ist doch total einfach zu schreiben. Ja, frag mich nur und unterbreche mich dann beim Reden. Auch schlau. Das ist genauso wie, pass auf, ich habe letztens so ein Gag mit Sebastian gemacht, ne? Irgendwie, wir sind ja eh voll spastisch drauf, ne? Und dann eine Lehrerin zu fragen, ja, Frau Müller, können Sie mir noch mal erklären, wie das geht? Dann sagt Frau Müller so, ja, also pass auf, das geht wie folgt. Also du machst erst mal und dann sagt das Kind wieder, boah, kannst du mal die Fresse halten? Ich hab gleich keinen Bock auf dein Gelaber. Oh Gott, wir sind so scheiße. So, Naja, wie Punkt, gesagt, Punkt. zurück zum Thema. Genau, Du wolltest also, sagen. Let's Plays. Also, ich mache natürlich Angel of Darkness mit euch erstmal weiter. Dann sollte ich irgendwann mal Guardian of Light weitermachen, auch wenn ich keinen Bock hab. Ja. Dann, Tomb Raider 4. Tomb Raider Hast du ja Augen 4. offen, ne? Tomb Raider 4 kommen nur noch zwei Folgen, weil da dieser Bug ist. Werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Ich kann das Kästchen nicht hochziehen. Und ja, Herrgott, dann also Nicole hat es jetzt schon, ich muss das per Internet bestellen, weil es bei mir irgendwie im Laden nicht mehr vorhanden ist. Ich weiß nicht warum. Resident Evil 5 wird ein Let's Play Together von Nicole und mir sein. Wird bald ein paar Folgen erscheinen, nehme ich mal an. Kommt Ich halt drauf kommentiere an. mit. Nee, Doch. das ist jetzt ein bisschen assig. Aber war nur ein Scherz. Ich Let's Play das ja eh irgendwann selbst. Ja, gut so. Genau wie mit Tomb Raider The Angel of Darkness. Da mischte dich auch schon wieder bei mir ein und obwohl, ne? Hier. Zack. Ja, genau. Ich Ja. kontrolliere dich. Dabei. Ey, sei nicht Ich so frech, kontrolliere ja. ihn. Ey, ich hab die Macht. Ich kann hier diese digitale Radiergummifunktion auswählen und deinen Namen wieder wegmachen. Du hast die Macht, ich bin dein Vater, oder was? Nee, ich bin nicht dein Vater. Ich bin Ja, nämlich ich nicht mal glaube, das annähernd geht so von krank. Alter her auch gar nicht. Ganz ehrlich, jetzt kommt die Rache. Wer kann mir denn nicht sagen, dass du irgendwie
in einer anderen, weit entfernten Vergangenheit gelebt hast, da irgendwie Samen Oh, gespreit nee, hast, ne? aus Cameo, und dann hast du dich umgebracht und irgendwie bist du dann wiedergeboren worden und hast jetzt irgendwie die gleichen Gene und dann bist du jetzt auch wirklich Neos Vater. So, wer kann mir das beweisen, Jo. außer Und im Mittelalter hat Neo Sonnenbrille aus Stöcken und Biergläsern bestanden, oder was? So Bierglas-Scherben. Ja, warum nicht? Why not? Und den Mantel hat er sich, war vorher braun und den hat er in schwarzes Öl geschmissen, dann wurde er schwarz. Jo. Genau. Und dann wurde er als Hexer verurteilt. So derbst die Rache an dir, so derbst die Rache, du hast dich ja mit mir angelegt. Pass mal auf, jetzt steht da unter Merry Christmas, scheiß Mann. Nee. Und ich werde dich noch weiter kontrollieren in Angel of Darkness. Ich werde werd dir an deine Nerven gehen. Bist du nicht ja. Das Beste ist, du kannst ja gar nicht sehen, was er da gerade in dem Moment macht, ne? Aber ich hör's. Oh ja, total. Man hört, wie ich mit dem digitalen Pinsel auf Paint rummale. Nein, ich meine in Angel of Darkness, wenn du Let's Plays. Ach so. Ja. So, genau. Jetzt muss ich eine Mücke malen, aber ich kann das nicht. Wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? I don't know. Aber warte, wir haben 20:08 Uhr angefangen, oder? Kann schon sein. Also 12. Ja, dann. Soll ich vielleicht auch was Extras hinmalen? Also ich habe jetzt die Kerze fertig und die, wie heißt es? Also noch ein extra Bild, das ich euch auch nicht verraten werde, weil es ja eine Überraschung ist, sozusagen. Ja. Aha. Naja, meine Rache an dir, das verrate ich jetzt nicht. Jetzt versuche ich an zum dir? Letzten Mal. Ja, an dir. Soll eine noch, Fliege. Warum an dir? weil... Eigentlich habe ich es schon wieder vergessen, aber du hast es einfach verdient. Warum habe ich Rache verdient? Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, ja, gerade eben war irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Neo war immer lieb, er hat nichts gemacht, er hat nie was gemacht. Ey, Patty, nimm's nicht so übel, du kannst ja später die Aufnahme nochmal hören und dementsprechend weißt du dann wieder, was das überhaupt war. Ich lass mich nämlich nicht irgendwie so verarschen, weißt du? Lass dich nicht verarschen, wie ging's weiter? Irgendwie fällt mir gerade... Ich verarsche die ganze Zeit. Aber irgendwie fällt mir gerade diese eine ein mit diesem Tokyo Hotel, wie das mal im Fernsehen war. Wisst ihr, was ich meine? Die da Angie. Ist die ich liebe Tokyo Hotel. Genau. Wir wollen jetzt nicht Angie beleidigen oder so. Ich fand es nur lustig, dass es erst im Fernseher kam mit diesen, ja, wir lieben Tokyo Hotel und alle, die Tokyo Hotel hassen und so weiter, wissen gar nicht was. Irgendwie sowas war das doch in der Arena. So, und dann, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen, vielleicht sogar einen Monat später, kommt nochmal so ein Video von der Angie. Total so, ihr habt mir voll die Augen geöffnet. Nee, besser. Ihr habt mir den Kopf gewaschen. Ich habe so viele Verarschungsvideos davon gehört, alles klar, gesehen. Und irgendwie wird da immer die ganze Zeit drauf rumgehakt mit, ihr habt mir den Kopf gewaschen und wisst ihr überhaupt, ihr habt mir voll den Kopf gewaschen, habe ich denn schon erwähnt, dass ihr mir voll den Kopf gewaschen hat. Ja, die hat aber auch voll oft gesagt, ne? Patrick, Neo hat dich die ganze Zeit verarscht. In Wahrheit ist er ein 50-jähriger, pädophiler, fetter Mann, der sich im Internet anschaut. Ja, viel Spaß. Jeden, wie es ihm gefällt. Jetzt bist du Buffe. Oh ja, und wie? Oh, was? Erkennt mein Bruder. Da kann ich nichts erschrecken. Das fand ich jetzt toll. Ganz ehrlich, das müsst ihr jetzt sehen. Das, was? Das müsste er sehen. Wahrscheinlich guckt das auch noch. Wahrscheinlich guckt das auch noch, ohne dass du es weißt. Ja, klar, er hat mich unter anderem Namen abonniert, so nach Motto, weil er voller Fan von mir ist. Ich bin so dumm. Seiner eigenen Schwester. Bin ich echt mal gespannt, wie die Sonne geworden ist. Das Tolle ist ja, wir können jetzt sogar länger als 15 Minuten reden, weil... Congratulations, your upload time is longer than... Ja, das ist voll scheiße, ich kann das gar nicht. Ich finde das unfair. Oder müssen wir aber 15 Minuten bleiben. Er will das doch auch hochladen, oder? Ja, ich teile das dann in... Wenn es mir länger ist, dann teile ich es halt in mehrere Teile, mein Gott. Ja, weil ich halt nicht echt...
nicht wirklich. Wir labern hier irgendwie gerade Scheiße. Ist denn die Sonnenbrille mit der Kerze und dem Zusatzbild fertig? Ja. Ja. Dann wird's doch an sich, ich will jetzt ja nicht Spielverderber sein, aber aufgrund der Tatsache, es ist doch an sich Zeit für unseren Spruch, der nicht einstudiert worden ist mit Neo. Ja, ich kann den aber nicht. Echt nicht? Du kannst nicht sagen, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, das 1, 2, 3, dann 4. Dann steht das Christkind vor der Kannst du nicht sagen? Wenn ein Lichtlein brennt, das 1, 2, 3, dann 4, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das 5. Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Genau. Ja, kriegst du es doch hin. Geht's noch? Ja. Ja, den Spruch kennt jeder. Ja, sag ich. Selbst der, der in der Matrix wohnt. Ja, siehst du. Hast aber gerade behauptet, dass du ihn nicht kennst. Boah. Aber ich hätte ein Advent-Special gesehen, ne? Verdammt, jetzt habe ich auch voll gespoilert. Ja, ne, als ob ich mir jedes Wort merke, was ich im Advent-Special gesagt habe. Ich schreibe sogar mit, während die Videos ablaufen. Ey, was? Du merkst denn nicht jedes Wort? Ich schreibe sogar mit und speichere alles auf Tonband. Gott, erstick nicht. Ach du Scheiße. Ja, also jetzt seht ihr, dass die beiden einen Lachkrampf haben. Aber, und, ich hatte noch eine tolle Idee, was ich da jetzt noch hinmache. Aber das lösche ich dann wieder. So, wusch. So. Ja, ich glaube, ich bin eingekriegt. Ich bin echt eingekriegt vor allem. Ich hab mich eingekriegt. So rum. So, und ablaufen, fertig. Zu diesem hier angedingsten Schnipsel sage ich nur eins. Im Namen des Herrn fange ich die Ausgeburten der Finsternis und mache sie unschädlich. Schach und Matt. Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil, so wie immer. So wie immer, genau. Na, und damit es jetzt auch mal hier so einen Preis gibt, ist mal jetzt so ein Vorschlag von mir. Müsst ihr mal wissen, ob ihr wollt oder nicht oder so. Wie wär's denn? Der als erstes diese richtige Antwort von diesem sehr berühmten Satz schreibt da rein und so, hat für eine ganze Woche oder zwei eine Verlinkung auf unsere drei Channels als Gewinner dieses sehr kreativen Zitats. Tut mir leid, bei mir passt niemand mehr hin in die Box. In die Box, also ab in die falsch, Box mit dir. Einfach jeden, und zwar wirklich jeden da reinmacht. So. Nee, und ich lösche nicht irgendwelche einfach aus meiner Box raus. Ja, am besten mich und die Nicole. Ey, jetzt mal ernsthaft, das ist begrenzt, wie viele Leute man in der Box hat. Ja, ich glaube 16. Maximal 16, ja. Ernsthaft? Krass, Mann. Bei mir ist Ende, Schicht im Schaft. Ich kann natürlich gerne in irgendeinem Video oder irgendwie als Bulletin verfassen, aber in der Box, tut mir leid, geht nicht. Ja, okay, Neo sei entschuldigt. Freunde. Neo sei entschuldigt, okay. Das freut mich. Dann halt ja, der macht dann halt so ein blödes Video, so, da steht dann dieser Name drin und dann hat er sogar mehr Werbung, und zwar für länger als eine Woche, weil das blöde Video ja bekanntlich länger als eine Woche oben ist, so. Oder nee, ich mach einfach so, ich schreibe mehrere Bulletins immer. Okay. Null Ahnung, was Bulletins sind, na, aber... Die sind immer, was du gerade machst. Okay, na gut. Na, egal. Ach, passt schon. Ich kritzel hier gerade an dieser freien Fläche einfach immer was hin und lösche es dann wieder. Ja, nee, komm du doch mal mit einem konstruktiven Vorschlag. Also eigentlich sollten wir echt mal aufhören, ne? Ja, eigentlich. Boah, so malt man einen UND? Warte, das muss ich nochmal machen. Wie geht das nochmal? Ja, keine Ahnung. Oh, ich kann den UND machen, das konnte ich noch nie. Ja, nee. Also... Ja. Nee, habt ihr noch irgendwie einen schlauen Satz, dann ist das ja ein bisschen schwieriger. Der erste ist ja sehr offensichtlich. Hä? Wie jetzt? Na, dein Teil ist doch sehr offensichtlich. Wenn wir noch einen hätten, dann müssten so zwei Antworten reinschreiben. Buja. Ah ja. 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 Ich bin irgendwie gerade baff. Gibt's irgend noch was Sinnvolles zu labern?
Eigentlich nicht. Wir warten nur gespannt, dass Patrick fertig ist mit seinem Bild, ne? Ich bin doch fertig mit meinem Bild. Ich warte auf euch, dass ihr sagt, macht das jetzt. Keine Ahnung. Ja, machen wir das halt jetzt. Ach so, gibt's noch irgendwas zu besprechen, was wichtig ist? Ja, ich hatte das mit der Verlosung nicht, also mit diesem Kanal-Ding jetzt nicht gecheckt. Machen wir das jetzt oder nicht? Was denn? Was du irgendwie gesagt hast mit, ja nie, keine Ahnung. Das war's oder was? Oder meinst du jetzt das mit, Bonnie, ich tue zum Beispiel den, was weiß ich, Mr. X, bei meinen Hammerkanälen für eine ganze Woche rein, man kriegt da vielleicht Abonnenten. Die wiederholen sich noch mehr, ihr könnt einfach die Aufnahme zurückspulen, um es euch anzuschauen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, stimmt. So einfach ist das. Ja, Leute. Dann soll ich das Gespräch beenden, oder? Wieso? Also, wir machen jetzt noch unseren Adventsspiel. Ach so, okay. Okay, ich zähl ab, ne? Und wenn ich Go sage, nicht bei 3, sondern bei Go, sage ich, dass der nicht mehr brennt. Was? Was hast du jetzt gesagt? Dann macht ihr alle mit. Ja, genau. Irgendwie ist es schlimm mit mir und Eistee. Irgendwie muss ich jetzt an irgendwelche Kindersendungen denken, wo ich mich davor setze und das Kind im Fernsehen sagt, ja, und wie findet ihr das? Und man sagt, scheiße. Und das Kind dann halt wieder, ja, das finde ich auch. Das ist aber toller Katz. Nein. Oh, 2. Du machst jetzt keinen Countdown, mein Freund, das ist unser Video, ja? 3, 2, 1, go! Advent, ein Licht einbrennt. Der Leo macht mit. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das 5. brennt, dann hast du Weihnachten. Ja, genau, wenn das 5. Lichtlein brennt, das einen bösen Smiley hat. Dann hast du Weihnachten verpennt. Dum, dum, dum. Ja, Leute. Dann sah unser Satan wir persönlich und das hat hochgestiegen. Ja, das ist ein Kind, labert in mein Video rein. Also, ja, wir wünschen euch einen ganz tollen 4. Advent. Dieses Special ist damit abgeschlossen. Vielleicht machen wir noch ein Weihnachts-Special, das wissen wir noch nicht. Aber das Advent-Special ist jetzt vorbei, ist ja auch der 4. und es gibt noch 4 Kerzen, wisst ihr, für die Leute, die das nicht wissen. Und ja, keine Ahnung, macht euch einen schönen Tag und habt Spaß und... Ja, singt schön. Keine Ahnung. Und ich sollte aufhören, den Eistee zu trinken. Pullert auf dem Bahnhof. Und macht damit auch pullert auf dem Bahnhof. Weihnachtsfreude. Wer pullert in der Adventszeit auf dem Bahnhof? Das macht so höchstens im Sommer, wenn es warm ist. Penner im Pissoir vielleicht. Das gibt's doch meistens bei Bahnhöfen. Machst du die Tür auf, da steht ein Penner drin. Das Video ist viel zu lang. Leute, schönen 4. Advent. Schönen 3. Dezember im... warte, scheiße. 3. Sonntag im Dezember. Und sowieso eine schöne Weihnachtszeit. Ja? Echt? Ja. Irgendwie 3. Tschüss. Tschüss. Ja, ciao. F9.